Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturradio Hörbahn berichtete ausführlich über die lange Nacht der Demokratie 2024 in München. Viele Interviews und Stellungnahmen sind in unserem Programm zu hören. Jetzt fragen wir in einigen Abschlussinterviews zur langen Nacht bei den Teilnehmern und Mitorganisatoren nach, welche Erfahrungen und Eindrücke sie bei der Vorbereitung der Veranstaltung gemacht haben. Ich bin Uwe Kulnick und spreche gerade mit Eva Feldmann-Wojtachnia vom Zentrum für angewandte Politikforschung an der LMU. Schön, dass du zu mir ins virtuelle Studio gekommen bist, Eva. Ja, sehr gerne. Eva, nun ist die lange Nacht ja schon doch einige Zeit vorbei. Wir haben es geschafft, ihr habt es geschafft. Euer Job war ja riesig und gigantisch. Kannst du uns sagen, was eigentlich letztendlich deine Grundmotivation ist, dich auf dieses Riesenprojekt einzulassen? Das ist eine ganz spannende Frage. Ich werde das oft gefragt und ich kann es gar nicht so auf eine Sache eingrenzen. Man muss dazu sagen, es war ja eine sehr lange Vorbereitung. Wir haben uns ein Jahr lang vorbereitet. Das hat sich gelohnt, wie ich finde. Und leider geht auch die längste Nacht irgendwann zu Ende und trotzdem schwingt da so viel mit. Und ich glaube, das ist es. Also einfach etwas zum Schwingen gebracht zu haben, vor allen Dingen auch bei mir selber. Meine Motivation ist, ich mache eigentlich nur Veranstaltungen und vor allen Dingen ehrenamtliches Engagement, wenn ich das selber spannend und interessant finde und was Neues dazulernen kann und mir die Augen geöffnet werden, ich Perspektiven sehe, die ich sonst nicht so habe in meinem Leben. Und das ist, glaube ich, eine meiner Hauptmotivationen, aber eben auch Menschen zusammenzubringen und so dieses sehr runde Gefühl, was jetzt sich eingestellt hat, was aber trotz allem bewegt ist. Also es bleibt sozusagen das, was die Demokratie ausmacht, nämlich Bewegung und Begegnung. Und ich finde, das ist sehr wertvoll und das motiviert mich. Und wenn ich dich fragen würde, wie viel Arbeit hast du denn eigentlich gehabt mit der ganzen Geschichte? Das ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, es ist auch nichts, was man jetzt weder in Stunden noch in Geld ausrechnen könnte, wenn man das unbedingt wollte. Nach dem Motto messbar anhand von Kennzahlen, glaube ich, möchte ich das gar nicht gestalten. Die Arbeit sah ja so aus oder sieht so aus, dass zum Teil Netzwerke aufgebaut werden mussten und da wurden viele Gespräche geführt und ja immer wieder neue Leute auch mit an Bord geholt, die es sich gelohnt hat, kennenzulernen, dann aber eben auch Dinge wieder enger zu führen, damit ein klares Programm dabei herauskommt, so zu managen zwischen der Weihnachtswunschliste und alles, was sozusagen mal schön wäre und dem, was wirklich machbar und realisierbar ist. Trotzdem groß zu denken und gleichzeitig auch bescheiden zu bleiben. Und ich glaube, das lässt sich jetzt schwer einfach messen. Immer dann, wann irgendwas nötig war, habe ich es einfach gemacht. Sehr oft in Abendstunden, aber sehr oft auch am Tag über. Und das hat dann bedeutet, dass Arbeit, die ich eigentlich natürlich mache, für die ich ja auch bezahlt werde und die ich auch sehr liebe hier an der LMU, die mussten natürlich dann wiederum verrutscht werden. Das heißt, mein gesamter Tag, mein Leben und ein Großteil meiner Identität ist da aufgegangen. Und das lässt sich jetzt schwer beziffern, aber ich meine, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Na, das ist das Allerwichtigste. Wenn ich mal an die beiden Pole der Veranstaltung gehe, nämlich an den Pol des größten Problems, das aufgetreten ist vielleicht, und des schönsten Ereignisses, wenn nicht vielleicht das Schwierige zuerst. Was war denn deine größte Herausforderung? Also die größte Herausforderung, mit der haben wir eigentlich jetzt noch zu tun, das ist so eine große Veranstaltung. Wir können ja gut in rechts sagen und wissen auch, dass um die 3000 Menschen teilgenommen haben an der langen Nacht der Demokratie. Also zunächst mal so viele Menschen auch zu bewegen, teilzunehmen, das war schon eine Herausforderung. Das hat wunderbar geklappt. Und zwar unterschiedliche Menschen, ganz, ganz unterschiedliche Menschen, alt, jung, bunt,
Teilweise kritisch, teilweise sehr begeistert. All das war eine Herausforderung. Das hat geklappt. Dafür sind eigentlich unsere Ideen und Ansätze gut aufgegangen. Was aber die größte Herausforderung war und weiterhin ist so eine große Veranstaltung ohne ein solides Budget zu machen. Und das ist eine wackelige Angelegenheit. Da braucht man wahnsinnig viel Optimismus, auch doch unternehmerischen Mut. Nur man ist da leider kein Unternehmen und man Ja, verdient klar. auch nicht. Und das bedeutet jetzt immer noch eine recht schwierige Frage der Abrechnung. Wie kriegen wir jetzt wirklich alles hin? Und tatsächlich unendlich viel Suche nach Geldern, die nicht so einfach ist, wie man sich das wünschen würde. Das war, finde ich, und ist auch die größte Herausforderung, macht aber auch den Charme aus, wenn man sich jetzt nicht an Fördermittelgeber anpassen muss, sondern dadurch die komplette Hoheit über die eigene Veranstaltung hat, was Inhalte angeht, wie man es konzipieren möchte und so weiter. Aber für nächste Male fehlt also unbedingt ein Großfinanzier, dann wären wir glücklich, dann würde das Ganze ein bisschen einfacher laufen. So, das war jetzt also das Größte, die größte Herausforderung. Und dann, ja, das größte positive Erlebnis, Ergebnis, wie immer du das formulieren möchtest. Das sind eigentlich viele Dinge, weil es eine sehr runde Sache war und wir ja auch unendlich viele parallele Dinge hatten. Und ich würde gern zwei Dinge nennen. Das eine ist war der Auftakt, fand ich. Der Auftakt, der aussah von außen und auch so konzipiert war, wie eine Podiumsdiskussion. Aber am Ende hatte sie einen solchen Tiefgang und so eine ganz andere Atmosphäre, dadurch, dass die Zusammensetzung anders war und dass das, was oft bei Podiumsdiskussionen eigentlich vorausgesetzt wird und auch wichtig ist, dass man eine Choreografie hat, dass man einen Regieplan hat, dass Fragen vorher abgesprochen sind, damit alles schön zueinander passt. Das wurde hier durch zwei junge Frauen einfach völlig außer Kraft gesetzt und hat dazu Nicht geführt, schlecht. war einmal Mascha von Pussy Riot und einmal eine ganz junge Schülerin hier aus München, die mit der Landtagspräsidentin und dem Brigadegeneral der Luftwaffe diskutiert haben und ihre Standpunkte dargelegt. Und die haben das ganz anders gemacht, als man es je erwarten würde. Und es hat Bewegung in den Raum gebracht. Und es hat dazu geführt, dass Leute einfach aus dem Publikum was reingerufen haben, aber nicht respektlos, ganz im Gegenteil, sondern weil sie Teil der Sache waren. Also diese Sache Ownership. Alle und vom Brigadegeneral, Landtagspräsidentin, unserer Schirmherrin, Pussy Riot und eben auch eine Schülerin, alles jetzt mal stellvertretend gesehen, alle hatten dasselbe Gefühl von Ownership und das fand ich richtig toll. Das war für mich so das Highlight zu Beginn. Wie gesagt, da waren sehr, sehr viele Highlights und ein anderes, als ich für unseren letzten Künstler, der am Ende auftrat, nämlich Roland Hefter, der fragte dann, wo eigentlich jetzt ein Wasser und so ein kleiner Snack bitte für ihn wäre. Gut, das war natürlich gar nicht vorgesehen. Ich eilte also brav zum Kiosk. Auch solche Aufgaben gehören dazu. Reihte mich in eine furchtbar lange Schlange ein, dachte, oh shit, keiner kennt mich, es wäre gut, ich wäre gleich dran, war ich aber nicht und musste dann in dem Fall da anstehen und das war super, weil ich gemerkt habe, alle Leute, die angestanden sind dort, die waren im Gespräch zur Demokratie, die Ja, waren da super. richtig drin. Und die Wunderbar. haben irgendwas berichtet von, also unter sich gesprochen, die wussten jetzt ja nicht von mir unbedingt, dass ich jetzt die Hauptkoordinatorin war und haben sich da unterhalten oder diskutiert oder waren gerade aus was rausgekommen und dann dachte ich, oh wow, so muss es sein. Und das sind auch so zwei so Seiten, aber da könnte man jetzt viel berichten und lange reden und ich finde, das hat gezeigt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, also damit hast du gleich zwei Fragen beantwortet, die ich gerade stellen wollte, nämlich wie es denn aussieht mit dem Demokratieverständnis derer, die uns besucht haben an dem Abend. Ja, mit denen haben wir reden können und so weiter. Aber da hast du ja schon einiges drüber gesagt. Hast du aber, um nochmal jetzt auf die anderen Teilnehmer tatsächlich, die aktiven Teilnehmer zu kommen, hast du Echo bekommen, von denen, die dort ausgestellt haben, die ihre Ideen vorgetragen haben? Wie ist es bei denen angekommen? Also das hat mich sehr begeistert. Ich habe schon an dem Abend selbst, aber dann auch im Nachgang Telefonate, E-Mails bekommen. Und rund um alle
waren so zufrieden. Und zwar einerseits, dass es so einen Raum gibt, wo man so sein kann, wie man ist, wo nicht alles fertig sein muss. Das hat ja auch so seinen Charme, Ja, wo man klar. keine Demokratie als Hochglanzgeschichte verkaufen muss, in Anführungszeichen, sondern wo wirklich Begegnung, Dialog, aber auch Zweifel eine Rolle spielen können, auch Reibung eine Rolle spielen kann, aber alles doch in einem sehr konstruktiven, miteinander freundliche Bewegtheit sozusagen Begriff. Und das war einmalig, das hatten viele, jetzt zum Beispiel Institutionen, die so auf vielen Messen und so tätig sind und sich dann da auch mit ihren Ständen hinstellen. Genau das ist uns gelungen zu unterbrechen. Wir wollten nicht oder zu durchbrechen. Wir wollten ja nicht, dass die einen sozusagen die Aussteller sind und berichten und bisschen wissen, wie es geht, und die anderen kommen und Konsumenten sind oder sich da informieren lassen müssen, sondern dass ja dieses besondere Gefühl, so ein Flirren in der Luft, die Anspannung war natürlich auch da, dieser sehr, sehr gute Input durch Pussy Riot, die ja zwar ihr Programm in der Blackbox hatten, aber diese Blackbox war auch in den Pausen offen und die Künstlerinnen haben sich ja jetzt nicht hinten Backstage verzogen, die waren mittendrin. Das fand ich großartig und das hat eben auch so dieses immer diesen doch sehr ernsten Unterton, ohne aber so einen moralischen Zeigefinger gebracht. Also es hatte in dem Sinne nicht so pädagogisches, sondern alle waren auf einer Ebene und ich fand das toll und diese ganze Atmosphäre wurde mir auch genau so zurückgespiegelt. Unendlich oft treffe ich noch jetzt jemanden zufällig in der Stadt oder bei anderen Veranstaltungen und finde ich dann schön, wenn diese Leute kommen, mit offenen Armen auf mich zulaufen, nochmal in den Arm nehmen und sagen, es war so super, so eine schöne Veranstaltung, sowas braucht man einfach mehr. Und ich finde, wir sehen, die Gesellschaft, das Motto ist ja gesellschaftlicher Zusammenhalt, aber das kann man nicht nur ausrufen, das muss man, dafür muss man schon was tun. Denke ich auf jeden Fall. Und da ist ja eine Menge getan worden. Was nicht so toll war, offensichtlich, also zumindest aus meiner Sicht, hätte das besser sein können, ist das Echo in den Medien letztendlich. Die waren ziemlich bedeckt, wenn bis nicht, bis teilweise gar nicht vorhanden. Also das fand ich sehr traurig. Wie kommt das? Was meinst du? Warum war das so? Sie sind ja sonst auf jeder Hochzeit, hätte ich fast gesagt, ja. Hauptsache, man ist Ja, prominent genug. das stimmt. Also ich glaube, Medien sind eine ganz schwierige Sache. Ich habe, mein Herz schlägt. Du meinst jetzt klassische Medien, also natürlich nach dem Motto, Ja, die richtig, Deutsche, die FAZ kommt und macht richtig, große ja. Schlagzeile. In München ist was Besonderes los. Ja, ich habe da auf der einen Seite sehr viel Sympathie, dass es genau nicht so läuft, weil ähnlich wie wir Wissenschaft, die Medien sind komplett frei und die mögen es einfach Ja, per se sicher, nicht. sicher. Anruft und sagt, wir machen was Tolles, berichtet, dass es toll ist. Und man konnte hier ja jetzt auch nicht grundsätzlich was Kritisches finden. Es war nicht so sehr skandalös, aber du hast recht, wir hatten ja eine Weltpremiere einer Ja. neuen Show von Pussy Riot. Und dass das jetzt an der Stelle nicht so zieht, hat, glaube ich, mehrere Gründe gehabt. Also auf der einen Seite, der Termin ist einfach medienmäßig ganz schlecht. Ich Man war muss. ja. Man darf nicht am nächsten, also für solche klassischen Printmedien oder so etwas, man darf jetzt nicht am nächsten Tag einen Feiertag haben und die Veranstaltung findet abends um 10 Uhr statt. Das sind zwei Parameter, die also irgendwie unendlich schwierig sind, wenn man dann tatsächlich möchte. Da muss das dann schon der Bundeskanzler sein, der um diese Uhrzeit was veranstaltet. Ansonsten ist es eigentlich schwierig. Vorneweg gab es eine Anfrage vom ZDF. Ich war lange mit der Redakteurin in Kontakt und am Ja. Ende hat aber die Redaktion dann doch nicht genehmigt oder wie auch immer bestätigt. Und ebenso Süddeutsche Zeitung war dasselbe. Der Journalist war begeistert, hatte auch einen Fotografen dabei und eben wurde dann auch doch nicht mehr gesendet. Ah, kurz vorher hat er abgesagt. Wir waren im Presseclub in München vertreten, ja, und haben dort aufmerksam gemacht auf die Veranstaltung. Ich glaube, wie gesagt, also der Termin ist für Medien sehr ungeschickt. Wir hatten das große Oktoberfest zusätzlich und Gab es ein besonderes Ereignis an dem Tag? Ist irgendwas schiefgegangen? Oder im Gegenteil, ist etwas nicht schiefgegangen, was ihr erwartet hattet? also in dem Sinne habe ich schon so oft große Veranstaltungen organisiert. Es läuft eigentlich immer alles anders, als man dann doch geplant hat. Und trotzdem so, wie es im Programm steht. Also das finde ich irgendwie beides lustig.
Ja, also Kleinigkeiten. Noch kurz bevor Landtagspräsidentin, der General und die anderen beiden auf der Bühne Platz nehmen sollten, waren da jetzt gar keine Stühle und Sessel für diese Diskussion. Und man wusste überhaupt nicht, wo sollen sie denn jetzt hin? Also sowas zum Beispiel ist passiert. Es gab auch, wir hatten ja den Einlass sehr reguliert überall. Es gab natürlich ein bisschen Ärger mit den Taschenkontrollen. Es standen unendlich viele Leute vor der Tür, die gerne noch im Saal gewesen wären zum Auftakt. Da war der Saal dann eben definitiv doch zu klein gewählt und keine Möglichkeit nach draußen zu wirken oder etwas zu übertragen. Pussy Riot war ja auch mit Taschenkontrolle und keine Flaschen, keine Glasflaschen und so weiter. Aber es hatten sich eben doch welche mit Glasflaschen reingeschmuggelt, die mussten wieder raussortiert werden. Also alle diese Dinge, die laufen da so im Hintergrund. Und ich finde, da darf man nicht in Aufregung und Panik verfallen. Also dazu habe ich es so oft schon organisiert. Aber immer dann, wenn man ein Mikro brauchte, war es halt gerade nicht da. Oder wenn eine Leitung irgendwo gebraucht wurde, funktionierte es auch erstmal nicht unbedingt oder doch oder anders als gedacht. Aber das gehört dazu, zum Charme solcher Ja, Veranstaltungen. das ist so. Das sind die kleinen Katastrophen, die sind normal. Das kenne ich auch. Wenn du Resümee ziehst letztendlich, was für Ideen oder welche Ideen tatsächlich, welche Vorhaben und welche Dinge, die halt du als No-Go einstufst, nimmst du mit aus der Veranstaltung in eine nächste vielleicht? Also No-Go finde ich jetzt schon sehr hart gesprochen, aber natürlich ist das klar, das hatten wir von Anfang an auch klar gemacht. Wir werden und wollen dort nicht mit Demokratiefeinden unsere Zeit verbringen, sage ich mal, sondern wir wollen mit denjenigen die Zeit verbringen, die an einem konstruktiven Miteinander, klingt jetzt so abgedroschen, ja, aber soll es nicht sein, also die einfach konstruktiv dabei sein wollen, durchaus kritisch, aber die noch auf unserem Schachbrett mit dabei sind und nicht Ja, in der völlig verstehe. anderen Liga spielen, die sind nicht erwünscht. Dafür ist es uns unsere Zeit und unser Aufwand und all das viel zu schade. Und ich finde, das ist auch etwas, was wir in der Gesellschaft noch viel mehr stärken müssen. Es muss auch coole, tolle, spannende Angebote genau in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal doch, Mitte-Gesellschaft geben. Und dann ist es so, da muss der Diskurs stattfinden, da müssen Diskussionen sein, da kann auch Streit sein, wenn er nicht feindselig ist, sondern eher, wenn es um die Sache geht. Denn diese Mitte, die ist ja nicht, es ist ja nicht auf der einen Seite sind die und die anderen sind ein homogener oder monolithischer Block, sondern da findet ja die demokratische Auseinandersetzung statt, pluralistisch. Und ich glaube deshalb, unser No-Go war ja schon definiert. Es ist gelungen, auch es hat uns auch niemand gestört. Offenbar waren wir vielleicht auch nicht gefährlich genug oder wollten wir ja auch überhaupt nicht sein, oder aber man fühlte sich auch nicht erwünscht und das fand ich gut und richtig so. Es gab schon Kritiker. Es ging ja diese eine Fee herum, die nannte sich Demokratie. Fee und hatte Karten und Wünsche ausgeteilt an für die Demokratie. Und da haben wir irre viele Karten zurückbekommen, also über 300. Und ich habe sie mir alle angesehen. Wir haben sie jetzt auch systematisiert. Und wir können, wenn wir draufschauen, sehen, Leute schreiben viel. Und die schreiben ernsthaft. Da ist keine einzige Quatschkarte dabei oder so irgendwie nur so was ausgefüllt, sondern da sind schon ernste Wünsche genannt und es geht schon auch immer um die Frage, wie können wir miteinander ein konstruktives Miteinander finden angesichts der vielen Krisen, die wir haben? Wie geht es eigentlich weiter? Wo sind die Räume, in denen man diskutieren kann und in denen man mitwirken kann? Und was ich aber sagen möchte, wir hatten von diesen 300 Karten gab es zwei, die man dem rechten Spektrum zuordnen könnte, wo eben einmal gefordert wurde, es müsse mehr Remigration geben. Dieses Wort deutet halt Verstehe, darauf ja, hin. verstehe. Und noch ein anderes, eine andere Karte in diese Richtung. Das heißt, diese Menschen waren offenbar doch dann auch vor Ort. Und vielleicht haben sich aber doch irgendwie auch beteiligt an dieser Aktion. Ich habe jetzt nicht mit nie so jemandem gesprochen und bin da auch nicht in Kontakt gekommen. Aber offenbar gab es eben diese zwei Besucher. Ob das jetzt ein No-Go ist, nein.
Ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich für sich die Grenzen bestimmt. Was wollen wir und Grenzen, aber auch was wollen wir? Nicht nur was wollen wir nicht, das ist ja immer relativ schnell gesagt, Ja, aber das ist leicht, ja. was wollen wir eigentlich? Und dann ergeben sich daraus gewisse No-Gos. Ein anderes No-Go ist mehr so zeitliches No-Go. Wir waren halt sehr sportlich. Wir hatten so viele Ideen und haben gedacht, und ich habe auch immer angemahnt, das ist ein bisschen knapp und so, aber egal. 15 Minuten Wechsel in den Räumen ist natürlich eine sportliche Ja, Geschichte und ja, hat nicht ja. geklappt. Andererseits hat es dann auch wieder doch geklappt und eine längere Pause zwischen den Dingen hätte vielleicht auch dazu geführt, dass Leute wieder schnell gehen, hätte vielleicht aber auch dazu geführt, dass sie dann mehr überziehen, hätte vielleicht dazu geführt, dass mehr Gespräche dann noch so geführt worden wären oder auch nicht. Und Ja, ich glaube, das war jetzt ein No-Go. Es war oft sehr hektisch. Ich bin ein Fan von Veranstaltungen, wo man weggeht und sagt, oh, das ist schade, das war so kurz. Das finde ich ja. besser als, war ganz interessant, aber war ganz schön Ist schon lang. richtig, ja, das ist. Habt ihr denn schon eine Idee, ob ihr das in 2 Jahren wieder machen werdet oder wollt oder womöglich am gleichen Ort oder ganz woanders? Und gibt es da irgendwelche Pläne oder Ideen schon? Ich glaube, es gibt die Basis. Es gibt die Basis, die jetzt geschaffen ist und von der aus man sehr, sehr gut weiter arbeiten kann. Aber sowas ist auch nicht so einfach nur auszurufen. Da muss man doch auch viel dafür tun. Und 2 Jahre sind dann lang. Da kann auch vieles wieder abbröckeln. Da kann sich natürlich auch unsere Umwelt sehr verändern. Jetzt nicht nur die der Organisatoren, sondern generell auch die Stimmung im Land. Und deshalb glaube ich, ist es schwer jetzt einzuschätzen, zu sagen, wird dieses Format nochmal in 2 Jahren so gut passen oder brauchen wir nicht darauf ausgerichtet, was dann die Themen sind, wie die Stimmung ist, wie die Atmosphäre ist, dann vielleicht wieder etwas Neues und anderes. Die lange Nacht der Demokratie zuvor war ja im Riesenrad gewesen, das war ja auch ganz großartig und das wollten wir bewusst jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, es lohnt sich, neu in gewisser Weise zu denken, aber natürlich auf Erfahrungen aufzubauen. Deshalb, weil das dann diese Atmosphäre schafft, die wir, denke ich, geschaffen haben, nämlich wirklich passend zu sein in so einem Moment. Und wir werden immer wieder das Problem haben, dass wir die Konkurrenz zur Wiesn sind. Das ist sehr schwierig, finde ich, aber es ist uns gut gelungen. Ja, wenn es denn wieder stattfindet, bist du wieder dabei? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich sag mal so, die Motivation ist riesig groß. Und alles andere zeigt sich dann. Man kann das nie alles hundertprozentig wissen, aber ich sehe jetzt keine Schwierigkeiten. Warum sollte ich mich ausgerechnet nicht weiter engagieren in der oder der Frau? Gerne, gerne. Sind vielleicht aber auch andere inspiriert und sagen, jetzt versuchen wir mal dann sozusagen diese Koordination auf eine ganz andere Art zu machen. Ich hoffe aber, und das möchte ich an der Stelle sagen, du und das Literaturradio seid wieder mit dabei. Das hat wirklich einen riesigen Mehrwert gebracht und eine besondere Note hineingebracht. Radio ist ja etwas, was sehr schön ist, wenn es um Reflexion geht, um Innehalten und Zuhören und eben auch sich auszudrücken. Und zwar auf der einen Seite intellektuell präzise, aber gleichzeitig auch dadurch, dass so Stimme so eine große Rolle spielt, auch die ganzen anderen Zwischentöne, nämlich die emotionalen, die eine große Rolle spielen. Und das ist durch das Literaturradio und die Kooperation und dein Mitwirken da reingekommen. Das fand ich ganz toll und das möchte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen und ganz, ganz großen Dank aussprechen. Das hat uns wirklich eine besondere Note und auch einen Tiefgang und Reflexion Oh, gebracht. wunderbar, vielen Dank. Also insofern vielen Dank für die lobenden Worte. Ich wäre gerne wieder dabei. Ich danke dir auf jeden Fall und natürlich auch allen anderen, die so viel investiert haben an Zeit, an Arbeit, an Leben. Es ist ja eine Menge Leben, das man auch steckt in so eine Veranstaltung, dass ihr das gemacht habt. Mit diesem
Ja, Ehrenamtsbegriff sozusagen. Das ist ja nichts, was man dort bezahlt bekommt. Und es ist eine ganz andere Geschichte, wenn ich da wirklich meine Lebenszeit, das Wertvollste, was wir haben, hineinsetze und hoffe, auch etwas zu bewirken. Und ihr habt was bewirkt. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Arbeit, für eure Arbeit, für die gute Laune, die ich auch oft erfahren durfte und alle anderen, die gekommen sind an dem Abend. Und ich freue mich, es gibt, glaube ich, noch eine Nachbesprechung, wenn ich es mitbekommen habe, oder ist das. Ja, die gibt es am 11. November wieder an gegebenen Orte. Und wir freuen uns doch sehr. Du bist dabei. Dein Song, den werden wir da spielen. Bitte Ah, mitbringen. mache ich gern, ja, mache ich gern. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag und schönes Wochenende. Ciao. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr. Und so.